Ja, Vögel, die neue Saison steht an. Was erwartet denn die Besucher des Volkstheaters in der Spielzeit 2009? Ja, wir haben wie jedes Jahr vier Stücke pro Jahr. Das erste Stück ist eine Kriminalkomödie, die Mausefalle, eigentlich das berühmteste Kriminalstück, das es auf der Bühne gibt, vor der Agatha Christie. Wir machen eine Vorarlberger Mundartfassung, die in einer Berghütte eigentlich spielt. Das zweite ist ein Stück mit dem Titel Altweiberfrühling. Basiert auf einem Schweizer Film, Die Herbstzeitlosen. Da mache ich eine Bühnenfassung davon. Da geht es um vier ältere Damen, die in einem kleinen Ort in den Alpen einen Dessous-Laden eröffnen und damit gegen Mauern rennen und große Widerstände vom Bürgermeister und Pfarrer und so weiter. Ganz ein toller Stoff, wo wir stolz drauf sind, dass wir die Ersten sind, die dieses Stück überhaupt machen könnt. Die dritte Produktion ist ein Komödienklassiker, Boeing Boeing, kennt man vielleicht aus dem Film mit dem Jerry Lewis und mit dem Tony Curtis. Es geht um einen Mann, der drei Frauen parallel laufen lässt, nennen wir es einmal so. Drei Stewardessen, die er durch schlaues Timing eigentlich immer aneinander vorbeiführt, bis eines Tages die Flugpläne geändert werden und alle drei Frauen plötzlich vor ihrer Haustür stehen. Die vierte Produktion ist noch offen, aus einem traurigen Grund. Da wäre der Klaus Schöchdiener gewesen, mit dem hätte ich zusammen was gemacht. Und ja, wie die Zuschauer wahrscheinlich wissen, ist ja der Klaus gestorben vor 1,5 Monaten. Das heißt, da haben wir noch eine Produktion, die offen ist und die im Laufe des Herbstes jetzt festgelegt wird. Jetzt haben wir gesehen, es sind einige bekannte, einige eher unbekannte Gesichter mit dabei. Überraschend vielleicht ein bisschen bei der Besetzung ist zum einen Mike Galeli, der ehemalige Mr. Vorarlberg, der in der Türkei mittlerweile ein bekannter Schauspieler ist, und auch die Ilga Sausgruber, die First Lady des Landes. Wie kam es denn zu diesen beiden Verpflichtungen? Also die Ilga Sausgruber hat in einem Interview gesagt, ihr größter Wunsch wäre es einmal Theater zum Spielen. Dann haben wir gedacht, den soll sie Theater spielen. Und haben sie angefragt, im Sinne, ja, will sie das wirklich und so, und hellauf begeistert und möchte es machen. Sie hat in der Jugend auch gespielt. Und ja, uns freut sehr, dass sie das macht. Und es ist doch auch natürlich ein zeitlicher Aufwand. Das sind sehr, sehr viele Abende, sehr, sehr viele Proben. Und das andere, der Mike Galeli, gut, das ist einfach ein Glücksfall, sage ich jetzt. Also ein Mann, der in der Liga jetzt mittlerweile spielt, ist aufs Theater absolut gern um einen angewiesen. Also die verdienen an einem Drehtag mehr wie wir alle im Jahr. Umso mehr freut es uns, dass er diese Wurzeln im Land noch hat und unbedingt eben Theater spielen will und bei uns dabei ist. Also das ist absolut toll.